Hallo und herzlich willkommen auf ivp.de, Ihrem Immobilienvideoportal. Das sind die ivp News. Im April ist wieder einiges passiert und unsere Reporter waren für Sie in der Region Berlin-Brandenburg unterwegs, um interessante Ereignisse mit der Kamera zu dokumentieren. Unter anderem lud der Verband Deutscher Grundstücksnutzer Anfang April zu einer Pressekonferenz in das Abacus Hotel am Tierpark. Dabei ging es dem VDGN um die Vollendung der tangentialen Verbindung Ost zwischen der B1, B5 und der Straße an der Wuhlheide. Eine Machbarkeitsstudie des Berliner Senats stärkt den Ausbau einer Trassenführung auf der Ostseite der bestehenden Bahnlinie. Doch der VDGN zweifelt an der Studie und spricht sich für eine westliche Trassenführung aus. Die östliche Trassenführung, damit verbunden, dass Grundstückseigentümer enteignet werden müssen, dass wesentlich höhere Schallschutzmaßnahmen durchgeführt werden muss, dass ein Protest der Menschen losbrechen wird und dass sehr viele Menschen dann auch durch den Lärm in dem Siedlungsgebiet nun nicht von der Köpenicker Straße aus, sondern eben von der westlichen Seite aus belastet werden. Weiterhin führt das zu erheblichen Aufwendungen im Zusammenhang mit Unterführungen oder Überführungen über die vorhandenen Bahnlinien, mit einer anderen Führung am S-Bahnhof Wuhlheide. Dazu kommt, dass das auch nur zweispurig, also in jeder Richtung einspurig ist. Das ist dann fast rausgeschmissenes Geld, weil man dann heute schon feststellen kann, dass nicht ausreichen wird, die Kapazität. Man muss sich ja vergegenwärtigen, aus dem Norden kommt diese Trasse, die tangentiale Verbindung Ost, vierspurig an und setzt dann an der Straße, an der Wuhlheide, wieder vierspurig weiter. Und dazwischen ist dann so ein irres Stück nur zweispurig ausgebaut. Das widerspricht jedem vernünftigen Menschenverstand. Unsere Reporter werden die Entwicklung der tangentialen Verbindung Ost natürlich weiterhin verfolgen und darüber berichten.